Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Minecraft Let's Play. In der letzten Folge haben wir wieder so eine ganz kleine Höhlentour gemacht, haben bis an unserem Dorfzentrum weitergebaut. Wir haben nicht wirklich viel gemacht, aber ist nicht schlimm. Wir machen heute da weiter, aber erstmal müssen wir dafür in unsere kleine, verrückte Minecraft-Welt hineinspringen. Okay, ich muss gestehen, Leute. Also so hundertprozentig geil sieht das noch nicht aus. Aber es liegt halt daran, weil uns noch ein bisschen von allem fehlt. Und hier steht auch viel zu wenig drauf. Wir müssen jetzt mal anfangen zu dekorieren. Das werden wir jetzt auch mal machen. Wir gehen uns mal ein paar Weizenblöcke holen. Ne, ich weiß, die heißen anders. Ich nenne die aber immer so, weil es ja Weizen ist. Und ich pack den Block, also einen Weizenblock. So, das machen wir so. Aber erstmal müssen wir hier hoch. Erstmal schön gemütlich zu unseren Feldern. Ich hoffe, die sind alle wieder gewachsen. Ja, sind die. Und dann nehmen wir heute mal eine Kupferstufe für das hier abzudroschen. Ne? Kupfer ist ja bekanntlich härter als Weizen. Also wird das so auch funktionieren. Ja, ich krieg's. Ich dachte gerade im Moment, was läuft da gerade falsch? Also, irgendwie krieg ich meinen Weizen da nicht raus. Das kann ja nicht wahr sein, ne? Also, bestes To-Do immer machen, so am Morgen früh nach dem Aufstehen, erstmal schön aufs Feld gehen und direkt mal den Weizen hier droschen, ne? Damit man direkt mal morgens auch Brot machen kann. Vor allem Brot machen selbst dauert ja auch gar keine Stunde, ne? Ist ja, ja, das geht dann 5 Minuten, ne? Da hat man ein frisches Brot auf dem Teller liegen, ne? Wenn es dann fertig ist, dann freuen wir uns alle drüber. Aber die Arbeit bis dorthin, die will keiner machen, ne? Also so ist das aber das ist halt so, ne? Wir haben ja die Moneten heutzutage. Davon kann man noch fertiges Brot kaufen, ne? So, falls einer Bäcker werden will, möchte, ne? Da wisst ihr Bescheid, Leute, ihr müsst früh aufstehen, ne? Oh, mich würde das nicht stören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, guck mal, die Schweinchen sind auch hier, ne? So, Leute, wie geht's euch? Piggy, Miggy, Siggi. Okay, super, mir geht's auch gut. Und dann Schaf, ja, finde ich geil, hier ist richtig was los. Jetzt muss ich das blöde Feld hier auch noch anpflanzen, ne? Also, das könnte mal wirklich optimiert werden. Ich glaube, in... Wie heißt denn dieser Mod? Nee, nicht Biome Plenty, das sind ja nur die Erweiterung der Biome. Es gibt da irgendeinen Mod, wo man ja viel mehr Seeds und Co. dazu kriegt. Ich habe gerade den Namen vergessen und obwohl ich ziemlich oft damit spiele sogar. Naja, ist egal. Und da bleiben die Seeds ja im Boden drin. Das finde ich mega praktisch, weil man kann den nur abernten und braucht das nicht immer wieder neu anzulegen, das Ganze. Das finde ich schon ein bisschen angenehmer, muss ich sagen, ne? Also, vor allem, warum klicke ich die ganze Zeit? Ich kann die auch einfach festhalten, ne? Er wird ja sowieso keinen Samen essen. Also, ne? In dem Fall hätten wir das ja gemacht. Und ich möchte unbedingt diese blöde Farm hier bauen, Mann. Ich habe so Lust da drauf. Ja, dann denke, warum fängst du nicht an, Jack? Ich habe keine Materialien dafür. Das ist halt das Ding, ne? Ich will halt mit euch mit Ziegeln bauen, das schön einfärben alles, ne? Das soll so ein rotes Design werden mit Weiß oder vielleicht auch Braun. Mal gucken, aber Rot und Weiß passt so schön zusammen. Vielleicht so ein Terrakotta-Ton oder so. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir es einfärben können. Aber ich habe halt keine Ziegeln. Das ist halt das Problem, ne? Die müssen wir uns erstmal sammeln gehen und Clay und so. Mittlerweile mit den Höhlen ist das ja kein Problem. Das machen wir dann mit einer Expeditionstour. Wir gehen da nur in Höhlen rein. Und was die Höhlen anbelangt, hatte die ja geschrieben, es ist unfassbar dunkel in meine Höhlen wegen dem Shader. Das stimmt nicht hundertprozentig. Also ja, es ist natürlich durch den Shader ein Tickchen dunkler. Ich habe aber die Helligkeit des Spiels auf 70% hochgestellt. Und somit hätten wir... Ich dachte gerade, wenn ich spinne da. So ein Ausgleich, was normal wäre. Aber die meisten Leute spielen mit dem Gamma hochgesetzt. Was ich ja gar nicht mache. Da sind die ganzen Höhlen einfach hell. Und ich finde, das passt nicht. Also, natürlich, wenn man andere Let's Player so guckt oder keine Ahnung, die dann in ihren Höhlen reinlaufen, setzen nie eine Fackel oder Co. brauchen sich, weil alles ausgeleuchtet ist. Ja, und die Höhlen sehen natürlich mega geil aus, wenn man sie in der Ganze sieht. Das wird bei mir aber nie der Fall sein, weil ich dafür keine, also ich möchte das Gamma nicht hochsetzen. Ich möchte einfach spielen, wie es im Spiel vorgesehen ist, ohne irgendwie hier zu cheaten. Weil ich finde, das ist einfach den krassesten Cheat, den man anwenden kann. Ne? Da denkt man, ja, aber es ist doch im Spiel drin. Das ist richtig, heißt aber nicht, dass man es dafür nutzen soll. Ne, das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden. Ich finde, diese Höhlen werden wir bei uns auch nie so wirklich komplett sehen können. Außer ich leuchte mal eine komplett aus. Aber das macht doch keinen Sinn, für das wir einmal da durchrennen oder so. Außer wir bauen ein großes Höhlenprojekt, was ich mal vorhabe. Aber noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Müssen wir mal gucken, was wir finden und vor allem, wo wir es machen. Weil irgendwann sind wir ja auch hier an diesem Standort hier fertig. Und dann wollen wir auch mal ein bisschen weiterziehen. Und das werden wir dann auch machen. Dann werden wir höchstwahrscheinlich in eine Höhle umziehen. Aber das ist jetzt alles Zukunftsmusik, Leute. Ne? Da nagelt mich da nicht fest. Ich weiß das gar nicht, ob ich dabei bleiben werde oder auch nicht. Ne? Also das kann sich von heute auf morgen bei mir sowieso spontan ändern. Weil es ist nur ein Spiel. Darf man nicht vergessen. Das hat ja nichts mit dem Real Life zu tun. Ne? Also ich verbringe zwar meine Real Life Zeit hier im Spiel. Aber es gibt wichtigere Sachen, wie zu sein. Aber du hast doch gesagt, du würdest das machen. Das ist korrekt, aber... Pff.
so what, wen interessiert's, ne? Das ist ja, ist halt das Schönste daran, ne? Weil es soll immer ein Game bleiben. Und ja, man, deswegen könnte man auch sagen, okay, dann setz doch hoch, ist doch egal, und mach F3 und so. Nee, ich möchte das nicht. Das habe ich halt für mich selbst so entschieden. Übrigens, wie viele haben wir denn hier überhaupt schon mal drin? Oh ja, ist ja schon ein bisschen was drin reingekommen. Finde ich gut. Super. So, jetzt macht ihr hier mal deine Weizenblöcke. Wie heißen übrigens, wie heißen die? Strohballen. Oh, Entschuldigung, der feine Herr. Er hat Strohballen. Okay, da kriegst du Strohballen. Komm, mach die mal alle zu essen. Da hast du ja noch ein bisschen. Du sollst die machen, nicht Blödsinn hier machen. Ah, Blödsinn machen kannst du aber auch sehr gut, ne? Jo, dann kann ich sehr gut. Sag mal, er hat eine Kartoffel dabei. Die hat er doch irgendwie wieder geerntet, der kleine Ninja. Nee, die waren hier. Die waren hier. Aber das sind noch. Ah, doch, können wir hier reinlegen. Guck mal, Weizen hast du wieder 9 Stück auf Lager. Die anderen müsstest du auch nochmal zu Ballen machen. Er kommt nicht klar. Er hat so viel hier im Inventar rumliegen und sieht die Sache nicht. Das ist doch bescheuert, ne? Guck mal hier, das kannst du noch machen. Und do. So ein bisschen Snake hier gespielt, ne? Zack, zack. Die zwei kommen wieder raus. Da haben wir auf jeden Fall mehr als genug Ballen. Das wird auf jeden Fall ausreichen, für da ein bisschen zu dekorieren damit. Und dann möchte ich sagen, wir bräuchten noch einen Zaun. Ja, ein Zaun in der Farbe Eiche würde ich machen. Oder machen wir sie in dunklem Holz. Weil ich mag Fichtenholz ja sowieso sehr. Guck, wir haben sogar noch welche. Und hier ein paar Falltüren. Super. Das können wir so machen. Von den Stufen her. Sollen wir die Stufe machen? Oder sollen wir andere Stufen machen? Vor allem, ich bräuchte ein paar mehr, ne? Wir bräuchten ein paar mehr Stufen, für das ein bisschen zu dekorieren. Also ich sage immer Stufen, ich meine aber Treppen damit, ne? Aber das wisst ihr ja mittlerweile, das ist ja ganz normal. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das immer mache und ich weiß es und ich sage es trotzdem immer wieder. Und ich habe keine Ahnung, warum. Aber es ist so, ne? So ist das halt. So, von was habe ich dann am meisten? Vom Tropenholz, super. Dann machst du dir noch ein paar Kisten und das wäre schon mal eine feine Sache. Hier, mach dir mal einen schönen Stack voll Kisten, Boom, die kann man immer gebrauchen. Und dann müssen wir nachher mal gucken. Ich hatte so mal eine Idee, Moment. Lass uns das mal runternehmen. Und dann mal hier gucken. So, wenn ich das da hinsetze, welche Holzfarbe könnte das am passendsten sein? Ich glaube, Eiche. Das hier ist definitiv zu dunkel. Birkenholz ist zu hell. Akazie ist zu rötlich. Warte mal. Wir kennen mal. Nee, das ist definitiv auch nicht. Das da passt nicht. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Das ist eine ganz andere Farbe. Komm du mal raus. Wir probieren uns einfach mal durch. Da kann ich das mal wieder reinpacken. Super. Das hier ist auch zu hell. Aber das kommt den Ganzen am nächsten, ne? Ja, finde ich schon. Und aus dunkles Holz würde ich dann die Schwarzeiche nehmen, weil die würde sich da richtig gut drauf machen. Vor allem, ich würde auch eher einen Stamm davon nehmen. Guck mal, platzier mal hin. Guck mal hier. Das würde doch einen schönen Kontrast geben. Guck hier für die Linien. Die Schwarzeiche in Stamm. Und das Ding für die normale Dinger so, ne? Ich würde das gut finden. Okay, wir gucken, dass wir es gebaut kriegen. Das ist jetzt so spontan entstanden. Ich wollte im Endeffekt eine Mine, also einen Erzblock oben hin drauf bauen. Aber ich glaube, eine Kiste passt besser, weil der tatsächlich hier unten drunter das Lager ist. Dann bauen wir das andere in die Mine rein. Da wird es besser hinpassen. Also, dann haben wir es dazu entschlossen. Schwarzeiche bräuchte mal, Moment, 64, ja, das müsste reichen. Damit. Und wir können aber ein bisschen noch abwechseln mit dem alles hin und her, ne? Komm, wir machen das so, da kommst du wieder rein. Ich weiß, mein Inventar ist wieder voll und sie überläuft wieder, aber das ist nicht schlimm. Und hier machen wir dann die. Super, und die. Und, vielleicht arbeiten wir noch mit Slabs nachher. Das könnte auch sein. Aber ist nicht so schlimm, das lassen wir jetzt mal so. Und dann ist die Frage, habe ich jetzt alles dabei? Jo, weitestgehend. Mein Schild brauche ich da. Die hier brauche ich nicht. Die brauche ich definitiv nicht. Erde habe ich. Ich sollte aber noch ein bisschen mehr Erde mitnehmen, ne? Weil ich will oben das Ding noch dazu machen. Das soll ja so natürlich irgendwie ein bisschen wirken. Das hier müsste reichen. Ich glaube schon. Okay, dann muss ich aber jetzt mal gucken, dass ich hier trotzdem ein bisschen was rauslege, weil den schönen Helm, ich muss den aufgeben. Nein, das kann nicht sein. Aber man braucht immer so ein bisschen Pröll dabei, Leute. Ja, ich brauche das tatsächlich, ne? Man muss so ein bisschen mehr Dreck dabei haben. Warum das Inventar sauber machen? Wir haben noch keine Kupferkiste, fällt mir gerade mal auf, ne? Wo packen wir denn das schöne Kupfer hin? Ach, weißt du was? Hier. Es kommt ins Fass rein. Dann habe ich das direkt hier neben meiner Station. Das finde ich soweit ganz gut. Und hier habe ich ein paar Weizenkörner. Die kann ich hier auch noch einmal durch unsere Komposter hier durchjagen. Super, der macht seinen Job. Und den Rest möchte ich aber jetzt mal so mitnehmen. Habe ich dann jetzt auch alles dabei? Ich habe die Falltür, die sind hier. Ich habe die Sticks, ich habe die Stufen, ich habe soweit alles. Okay, dann bräuchte ich noch ein bisschen Leaf. Hätte ich noch gern. Habe ich noch irgendwo? Nee, das müsste doch bei den Bäumen sein. Hier.
Tropenbaum, ja. Das möchte ich haben, aber vielleicht den ganzen Stack. Ah, nehmen die zwei mit. Da müssen wir mal gucken, dass wir da hinten unsere Saplings nochmal ein bisschen einsammeln. Ne? Wir müssen das ja dann wieder rückgängig machen. Doch, ich glaube, die Tür da ist gut. Die ist wirklich gut. Nochmal vielen Dank für den Tipp. Ich glaube, die ist gut. Passt wirklich. Ich habe nur ein bisschen Schiss, dass hier ein Creeper kommt oder so. Deswegen, ja, ich weiß, ich habe gesagt, wir gehen nicht mehr schlafen, aber wir sollten trotzdem schlafen gehen. Ah, wir machen auf gut Glück. Wir hoffen, dass wir es hören. So, okay. Hier würde ich mal sagen, hier bauen wir mal einfach mal ein bisschen was zu. So. Hier ein bisschen zu. Okay, dann stehen die mal hier. Hier würde ich noch eine so als Lust hinstellen. Schön die Laterne dahin. Und dann würde ich hier einfach mal einen Tisch hier hinbauen, weil ich würde glauben, das würde gut aussehen. Dann glaubst du, dass das würde und dann würde das gut. So, super. Ah, das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Dann können wir den hier vielleicht trotzdem wieder entfernen. Ich weiß gar nicht, mit was man die am besten abbaut. Mit einer Hoe höchstwahrscheinlich, ne? Ja, glaube ich auch. Okay, dann würde ich sagen, hier kommt man einen Stehtisch hier hin. Bräuchte man ja. Bip. Nein, fast richtig. Komm jetzt aber. Super, hast du gut hingekriegt, Junge. Du bist der Beste, wenn der Tag lang ist. So sieht's aus. Okay, dann müssen wir mal gucken. Ich hätte gerne ein bisschen Laub nach unten. Die Kiste brauche ich gerade mal nicht. Und dann würde ich hier gerne so ein bisschen laubig machen, ne? Kennt ihr ja, man muss immer ein bisschen laubig machen. Dann hier noch, hier ins Wasser, super. Hier. Das ist zu viel, das ist zu viel. Das ist auch zu viel und das ist zu viel. Ja, das gefällt mir da nicht. Das muss einfach passen, so, ne? Wisst ihr? Okay, dann passen wir auf. Dann nehmen wir uns eine Fichtenholztreppe hier und die platzieren wir mal einfach mal so. Super. Gefällt mir das so hundertprozentig? Ich weiß es nicht. Ich würde den vielleicht sogar ein bisschen versetzen. Das wäre vielleicht ein bisschen schöner. Ist so krass, wie viele Sachen ich dabei. Die Schaufel brauche ich jetzt bei dieser Aktion hier definitiv nicht. Dann würde ich mal gucken. Pass mal auf. Was wäre denn, wenn es da hier noch... hier zwei Weizen oder drei. Das ist zu eckig. Gefällt mir nicht. So. Das hier gefällt mir auch nicht. Vor allem den untersten, der ist einfach nur verschwendet. Ne? Also das brauchen wir nicht. Nee, das finde ich nicht so cool. Dann würde ich hier eine Laterne reinsetzen. Ich weiß, da hängt eine. Aber die macht es hier noch ein bisschen heller. Das finde ich schön. Oder sollen wir sie da hinsetzen? Das geht nicht, ne? Nee, darauf kann man keine setzen. Okay. Lass mal überleben. Ah, da kommt schon der Erste. Super. Hallo, mein Freund. Kommen Sie rein. Hier ist, gibt es nichts umsonst. Oh. Guck mal hier. Er hat dich im Blick. Hallo? Hängst du da fest? Wie nah kann ich da nicht rangehen? Oh, du kleiner Racker. Was läuft denn falsch bei dir? Kann der nicht da drüber gehen? Guck mal hier. Geil, die können nicht über Lagerfeuer gehen. Höp, wir testen mal was. Der kann nicht über Lagerfeuer gehen. Das heißt, mit Lagerfeuer kann man was Schönes bauen. Und der fängt nun hält dann die Zombies schon davon ab. Guck mal hier, wir testen es nochmal mit dem. Der zweite kommt ja. Außer der war einfach nur buggy jetzt. Ah, der kann gehen. Nee, kann er nicht. Ach, witzig. Ich weiß, was das ist tatsächlich. Guck mal, hier ist dann Wasser. Und deswegen kann er da nicht mehr weitergehen. Nee, geht doch. Was ist denn da? Ich verstehe das nicht. Naja, ist egal. Es funktioniert. Aber guck mal, das wird schon ein bisschen. Es ist noch nicht super geil, ist richtig. Aber wir müssen das jetzt langsam ausbauen. Da kommt noch einer. Ich will aber nicht schlafen gehen. Guck mal, das ist noch ein Skelett. Oh. Ein bisschen viel Zombies, ne? Hallo. Ist da auch einer? Komm hier, Feinde. Oh, hast du gut gemacht, Junge. Hast du super gemacht. Halt dich schön vom Pelz, ne? Halt uns dich schön vom Pelz. Okay, dann müssen wir hier weitermachen. Hier würde ich noch ein bisschen Grünzeug machen, dass wenn man hier so reinkommt, dass man im Endeffekt hier so ein bisschen eingekesselt sitzt. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt so geil ist. Hier wird schon Eingang machen. Hast du mich erschrocken? Hör mal, lass mich doch in Ruhe, Junge! Hab keine Manieren hier! So, das heißt, wenn es hier chillig da... Hör mal, seid da mal fertig hier! Geh weg! Ich wollte hier bauen mit den Leuten! Ich wollte hier keine Panik hier ausmachen! So, und was wäre, wenn wir hier eine zweite Reihe draufsetzen, dass das so richtig so eingefärscht ist, ne? Das sieht natürlich jetzt ein bisschen eckig für den Anfang an, aber wir gucken mal. Es könnte auch sein, dass wir es komplett wieder wegmachen, weil es mir einfach nicht gefällt. Aber das finden wir dann raus. Guck mal. Oh, das hat doch was. So, und dann würde ich gerne hier so ein Dings machen, ja. Okay. Aber hier das ist ein bisschen zu krass dann, ne? Also, hier sollte man schon ein bisschen so machen. Und hier müsste den Aufgang sein, also den Abgang. Ja, dann würde ich hier trotzdem hier mal so einer hinsetzen. Super. Hier. So einfach ein bisschen Stimmung reinkommen.
Hast du schon bis auf die Ecke geschafft? Ja, also, ne? Man muss das doch ein bisschen richtig machen hier. Kommt hier noch eine Laterne hin? Da wird schon eine draufsetzen. Ja, das hat was. Hier ist ein bisschen eng. Hier ist die Ecke, hier ist ein bisschen eng. So ist besser. Okay, das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Aber da kommt man hier so rein. Hier ist so eine kleine Ruhe-Chill-Out-Area, ne? Da kann man einfach so ein bisschen chillen kann. Man müsste mal gucken, kann ich nicht hier noch so vielleicht so eine Falltür da draufsetzen? Super. Da hätte ich dann noch so eine kleine Ecke und ne. Das ist auch geil. Das muss ich aber wirklich sagen. Das sieht geil aus. Dann setzen wir es nach unten. Moment. Nein, du hast das Laub kaputt gemacht. Das geht ja nicht, Junge. So. Hier, bam. Da ist der Eingang. Da können wir es nicht machen. Hier ist ein Eingang, da ist ein Eingang. Vielleicht sollen wir den Eingang hier um eins versetzen. Da könnten wir dazu machen. Eins, try. Und den mach schnell wieder auf. Weil nicht, dass du hier Probleme kriegst, ne? Ah. Guck mal, wie sie da stehen. Wie die kleine Bodyguards, ne? Junge, was ist los hier? Läuft bei euch. Aber ich find's gut. Jetzt habe ich wissen, hier Leben auf der Bude hier, ne? Welcome to the Paradise. So sieht's aus hier. Die Hecke ist noch nicht so richtig hundertprozentig gestützt. Deswegen steht da noch so ein bisschen was raus. Oh, das wird doch. Ich mag das, wenn das so urig wird, ne? Das gefällt mir immer so. Kegabonga. So, hier, bam. Und noch einen dritten. Super. Und weg mit dir. Hier, guck mal, das kann ich schon aufheben. Ach, da kommt schon der nächste. Hör mal, hast du die Familie gerufen oder was? Ja, immer der Cousin vom Zombie 2. Und hier noch eine. Zack, in die Nüsse. In die Nüsse, ja. Mhm. In die Nüsse vor allem. Ja, ja, klar. Du bist auch in die Nüsse. Okay, dann würde ich hier aber trotzdem gerne. Platte auf dem Boden. Dich kriege ich nicht mehr drauf. Nein, weil du kannst aufklappen, ne? Genau. Aber was wir machen könnten... Moment, das könnte vielleicht schön sein. Dann bräuchte man noch mehr Falltüren. Ja, dass so der unterste Teil noch so eingebaut ist. Nicht überall, nur so ein bisschen. Hör mal, kannst du nicht mal so lange in Ruhe lassen? Das ist einfach schlimm. Pass auf. Oder wir machen die noch weg. Hier setzen wir noch so eine hin. Und dann die da drauf. Okay, super. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch richtig gut aus. Und das dann lassen wir so. Cool. Finde ich cool. Und hier ist noch definitiv ein bisschen zu wenig. Hier könnten wir dann vielleicht einfach mal... Hier. Ich mache es hier. Hier. Ja, ja, Zombie, ich weiß, ich weiß. Schade, dass man die nicht mit Glück abbauen kann und man kriegt aus einer zwei. Das wäre halt geil, ne? Das wäre wirklich geil. So, dann machen wir hier wieder einen Tisch bauen. Ich habe keine Falltür mehr. Dann würde ich mir die hier wieder wegnehmen. Es tut mir leid. Die hat mir zwar so gut gefallen, muss ich sagen. Aber ich kann ja neue machen, wenn der Tag gekommen ist. Also das heißt nie, weil ich es sowieso vergessen werde. Und muss ich dich so ausrichten? Ja, dann läufst du richtig. So, und da drauf machst du jetzt eine Laterne. Das geht nicht, ne? Soweit ich weiß. Ich müsste einen Slab da hinsetzen, ne? Wenn ich einen Slab mache, dann würde das gehen. Was wäre, wenn wir das dann einfach mal kurz so wegmachen? Wir probieren mal aus, ne? Habe ich dann irgendwo einen Slab dabei? Guck mal hier. Fischten Slab hast du. Super. Und den setzt du dann... dahin, an die Seite. Aber das sieht blöd hier aus. Ne? Das sieht nicht gut aus. Ne, das gefällt mir nicht. Ne, das ist dann zu groß. Das ist zu groß. Wir lassen es dann lieber so. Das ist kein Problem. Das machen wir Chillout hier, ne? Ah, ja, ja, ja. Ich merke wieder, ich bin ja auf meiner Down-Phase gerade. Also, bedeutet nicht, dass ich down bin oder so, aber ich bin wieder entspannter geworden, ne? Also, alles easy peasy, lemon squeezy. Das ist immer, wie es wisst, auf und ab. Heute ist ein bisschen Creativity-Mode. Einfach im Chillout-Area, so. Ja, so einfach so chillig, eine Runde mit Freunden hier gemütlich zocken, so soll das auch sein. Ja, sind noch gut in der Zeit, das ist super, aber das hier finde ich geil, aber irgendwie fehlt mir hier was. Ich hätte gern vielleicht dann hier, pass mal auf Leute, pass mal auf, wenn ich hier einen Slab hier reinpappe, dann sieht das so aus wie eine Ablage und da kann ich hier eine Laterne draufsetzen. Sieht das gut aus? Nein, das sieht nicht gut aus, aber dann würde ich sagen, ich mache einen ganzen Block daraus, dann sieht es besser aus. Und dann hätten wir den und dann würde ich hier noch ein bisschen Laub setzen und dann ist das noch ein bisschen kuscheliger, die Ecke. Okay, hier noch ein bisschen Laub. Super, wir gucken uns das mal hier von hier an. Oh, yes. Yes, das ist gut, das ist gut. Ich würde aber hier gern höher. Da noch ein bisschen höher, dann verschwindet die Laterne noch so ein bisschen, die will ich machen. Und dann habe ich keinen Laub mehr, das ist geil, weil hier fehlt mir noch eine Ecke, die ich machen muss. Super, hier habe ich noch Laub, so, das war Glück. Das war Glück. Und hier, ja so, super. Ich guck das mal von hier an, es wird wieder hell. Sie sterben nicht ab, was läuft denn da? Oh doch, das sieht gut aus, weil es verschwindet so richtig da drin, ne? Oh, das ist wild. Das ist wild. Das gefällt mir. Ich bin sehr gespannt, was ihr darüber haltet. Also, wie ihr es findet. Ob es gut ist oder nicht. Ich bin zufrieden damit, muss ich sagen. Und was wäre, wenn ich hier so einen Doppeltisch hinmachen würde, ne? Dafür bräuchte ich dann aber erstmal hier eine gute alte Werkbank. Hast du nicht dabei? Dann mach dir einfach eine. Super. Die kannst du sowieso hier mal hinstellen. Die kannst du auch hier immer gebrauchen. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Falltür. Wie war da nochmal Falltür? Ich habe schon wieder vergessen. Das sind Schoko-Falltür. Die wollen wir nicht. Wir wollen eine Fischstell-Falltür.
Falltür Fichte, ich habe keine Fichte mehr dabei. Okay, wir müssen ins Lager. Zum Glück habe ich eine Werkbank gesetzt. Mhm. Hast du toll gemacht, Junge. Hast du ganz toll gemacht. So, lauf mal ein bisschen schneller hier. Und das hier machen wir wieder auf. Jetzt können wir es mal testen. Es geht keiner raus. Es geht keiner raus. Okay, super. Mega geile Idee. Gefällt mir. Lass mal so. Finde ich mega cool. Sehr geil. Leider geil. Okay, Fisch nennen wir hier. Super. Jetzt machen wir hier ein bisschen Falltüres, ne? Falltüres vor allem. Ne? Viele Falltüren hier machen. Machen wir ein paar mehr. Ja, mach sie alle. Mach sie alle, ja. Haha. Und du? Stimmt, ich habe dir einen Job versteckt. Versprochen. Sag nichts, ne? Nichts gesagt. Was machst du da? So, hier, Tür auf, durch und super. Das hätten wir. Es funktioniert, das ist mega geil. Dann überlege ich gerade, weil ich ja... Du stehst immer noch da? Also, komm, jetzt reicht's aber, ne? Komm, wir bekämpfen dich mal zu zweit. So, hast du High Five? Ich gebe dir mal kein High Five, weil sonst bin ich gehighfived, ne? Aber hier können wir das vielleicht trotzdem nochmal wegmachen. Pass mal auf, wir machen das mal komplett weg. Ich habe jetzt noch eine andere Idee. Das hier weg. Und dann könnten wir mal gucken. Moment, wo sind die Falltüren? Hier eine hinzusetzen, super. Eine hier hinsetzen, super. Und dann eine da draufsetzen. Sieht aus wie eine Hundehütte. Sieht aus wie eine Hundehütte. Gefällt mir aber nicht. Gefällt mir gar nicht. Das war jetzt in meinem Kopf. Dachte ich, das würde sauber abschließen, aber hat es nicht gemacht. Ist leider ein bisschen schade. Aber was soll ich machen? Das ist halt so. Wir können aber so einen Grastisch machen, ne? So. Nein, das sieht auch nicht gut aus. Das ist Vergewaltigung von der Natur, Leute, ne? Also, wir machen das so. Hier setzen wir einen zweiten hin und dann machen wir hier einen breiteren Tisch, weil hier eine Werkbank steht. So, geht das super. Das sieht gut aus. Und so kann man dann hier durchgehen. Hier wäre noch schön, irgendwie so eine Klappe zu haben, für Werkzeug ranzuhängen. Dann sagen wir einfach, nee, das machen wir nicht. Das sieht nicht gut aus. Es soll grün hier bleiben. Es soll wirklich grün hier bleiben. Mir gefällt das. Hier möchte ich aber noch gerne ein bisschen was Grünes haben. Da, da vielleicht hier, dass dann ein bisschen wilder wird. Ja, super. Und hier und hier. Da kommt man hier gar nicht mehr durch. Das ist egal. Das hier passt. Die Insel hätte größer sein müssen. Da können Leute hier chillen, weißt du, schön, schön gemütlich. Die anderen, die sind dann hier, hier drin. Hier, die sind geil am Chillouten. Hier haben sie eine Ablage für was hinzulegen, ne? Wenn sie da grillen, haben sie hier die Getränke. Schön gemütlich hier am Chillen. Das finde ich geil. Wir brauchen noch ein bisschen Kupfer. Sollten wir vielleicht auch noch angehen. Aber diese Ecke hier ist mir dann trotzdem ein bisschen zu viel. Also das da könnte ich ja noch lassen. Aber auf der anderen Seite ist mir das hier zu gerade. Aber wir können ja hier noch so zumachen. Ja. So ist besser. Und dann würde ich aber die hier noch wieder rausnehmen. Ja, dass hier die Ecke trotzdem so bleibt. Also das wäre jetzt einfach spontan so jetzt, ne? Ich weiß es auch noch nicht, ob es mir hundertprozentig gefällt. Aber auf der anderen Seite, es hat schon was. Es sieht wirklich, es ist eng geworden, aber es ist urig geworden. Es soll ja ein Dorfzentrum des Chillens sein. Und das ist halt genau, das haben wir ja hier, ne? Jetzt nehmen wir mal den Skeffis mal. Wir müssen hier nämlich hoch. Also können wir das hier nicht vernünftig machen. Super. Einmal da rein in die Bude. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier keine Zombie-Falle bauen. Jetzt kleisten wir das mal aus mit Erde. So, das brauche ich jetzt einfach mal. Einfach so fürs Ego, ne? Ich wollte hier auch einen Wasserfall irgendwann mal bauen, aber den habe ich wieder verworfen, weil ich da keine Lust drauf hatte. Das sah auch nicht so toll aus, muss ich sagen. Und jetzt mache ich das gern. Das ist eine spontane Idee, das Umbauen mit der Kiste oben drauf. Hier kommt dann noch Rasen drauf. Dann ist ein ökologisches Dach, wisst ihr? Schön ein bisschen übertrieben schwer, aber das ist nicht so schlimm. Wir können uns das ja leisten hier, ne? Also, das soll ja kein Problem sein, ne? Wir sind ja in Minecraft, wir müssen hier keine Statik berechnen oder so. Sondern das hier, das wird. Und unten lassen wir noch auf, damit wir dann nachher das sauber mit Kupfer noch verschließen können. Und dann finde ich das hier schön, wenn das schön gefüllt ist. Dann können auch hier auch keine Monster drin spawnen. Man könnte jetzt sagen, setz doch einfach eine Fackel rein. Nee, aber da muss ich sagen, also das ist mein innerer Monk. Das mag der nicht und dem muss auch befriedigt werden, weil so wird das hier nichts, ne? Also, super. Komm, mach das mal schneller. Jetzt hast du keine Erde. Doch, eine hast noch. Okay, super. Die war falsch, aber ist egal. Und hier, da, da und da, 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 da. Okay, finde ich ja gar nicht mal so schlecht. So, super an die Ecke, dann hier zurück. Und dann nochmal in die Ecke. Ah, das läuft doch richtig wie am Schnürchen hier. Super, super. Ey, das finde ich geil. Super. Ey, dann kann man in der nächsten Folge schon das nächste bauen hier drauf. Und das wird cool. Das wird wirklich cool. Also, ja, es wird alles ein bisschen eng. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben ja nie gesagt, wir würden weitläufig bauen, ne? Weil man muss ja auch bedenken, diese Wege, die man dann so läuft. Oh, guck mal, wie geil das aussieht. Das ist voll dschungelig geworden, ne? Finde ich mega. Finde ich wirklich unfassbar geil. Und du, hör mal, falsche Stelle. Du bist kein Einwohner von hier. Nee, 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 nichts zu nähen hier. Kriegst du einen auf die 12, ich sag's dir, Junge.
Hey, guck dir den an hier, den kleinen Verräter. Da gibt er sich als einer von uns aus, ne? Und was ist der? Ist ein anderer. Ja, mhm. So ist das hier. Ich bin runtergekommen für was? Für Erde. Genau, ich brauche noch Erde. Aber wir wollen das ja noch fertig machen, ne? Das kriegen wir ja ohne Problem hin. Eins, zwei. Ich nehme mal lieber zwei Stacks mit, ne? Das würde zwar schon mit einem ausreichen, aber man weiß ja nie. Dann brauche ich einmal kurz die Behutsamkeit. Die müssen wir auch mitnehmen, weil ich brauche wieder einen vernünftigen Block Gras, damit das oben wieder zuwächst, ne? Kennt ihr ja das Spiel. Und dann gehen wir uns den direkt mal hierhin holen. Nicht hier. Das hier gefällt mir soweit alles gut. Hier habe ich auch noch mal eine Lava. Wir sollten mal unbedingt mal das Portal. Guck mal, der hier, der steht doch einfach so in der Landschaft rum, als würde man den nicht brauchen. So, den können wir jetzt einfach mal nehmen. Super. Nehmen wir mit. Wir brauchen ihn. Und dann Scaffy Tower hier nochmal hinstellen. Ja, komm, wir gehen. Doch, wir müssen ihn hier hinstellen. Wir haben keinen. Das ist kein Scaffy Tower, ne? Komm, mach mal weg. Die zwei Blöcke kriegst du auch so hin. Das ist kein Problem. Scaffy Tower. Und dann gehen wir hier mal hoch. Und dann schnell noch hier über unsere Bäume. Und ich brauche hier gar keine Fackel zu setzen übrigens. Ne? Ich habe das mal überhaupt mal gecheckt, dass hier spawnt nichts drauf. Ne? Ich habe das mal recherchiert und da spawnt gar nichts drauf. Also das war so eine kleine Fehleinschätzung meiner Seite. Aber ist ja nicht schlimm. Sieht ja trotzdem immer ein bisschen besser aus, wenn da sowas ist. Also ich mag das, wenn es so immer ein bisschen indirekt beleuchtet ist. Das ist sehr angenehm. Also ich finde das gut. So, jetzt haben wir es hier gleich geschafft. Dann haben wir hier die Fläche zu. Ich sollte aber vielleicht mal direkt mal meinen Erdblock setzen, bevor es schon wieder zu spät ist und ich hier alles gemacht habe. Im Gegenteil, da kann der auch schon hier schon anfangen, ein bisschen zu wachsen, ne, der Kerlchen. Und ja, dann wird das was. Und nächstes Mal, wenn wir hier weitermachen, ist hier alles begrünt. Und das finde ich dann schon mal schön. Da werde ich kurz drauf warten, ne? Weil ihr wisst ja, ich bin ja gerade dabei vorzuproduzieren für meinen Urlaub. Und dann wird das was, ne? So, okay, das hätten wir soweit mal fertig. Das war, wenn man bedenkt, das war gar nicht geplant. Hier soll ein riesiges Wasserfall hin, der im Endeffekt, also hier alles auffüllt mit so einem Teich von mir aus, ne? Schön ausdekoriert. Und dann sollte das Wasser hier seitlich an den Statuen runterlaufen. Aber das sah nicht gut aus, ne? Also, wenn das so natürlich laufen würde in Minecraft, dann wäre es gut. Das läuft ja immer so gerade und dann um die Ecke. Das sieht halt nicht so schön aus, weil die ganze innere Plattform, die sollte im Endeffekt... wie soll ich sagen, die sollte komplett umhüllt werden mit Wasser, so ein Wasserschirm, dass hier alles innen drin so abgeschottet ist, ein Effekt von der Außenwelt, aber so finde ich es auch sehr schön, es gefällt mir gut, oh, und du kriegst jetzt mal die 12 hier, hau ab hier, mein Privatgelände, Junge, aber kann doch nicht dein Ernst sein hier, ne, aber das hier ist schön, sollte den Scaffy Tower hier noch wegmachen, und, ja, dann müssen wir in der nächsten Runde dann einfach mal gucken. Ah, guck mal, da kann ich tatsächlich noch Erde reinballen. Ballern mal Erde da rein. Was er auch machen kann, dass man hier so ein Viererstrahl Wasser runterlaufen lassen, aber das funktioniert ja nicht, ne? Aber wir könnten hier, man könnte beispielsweise, wirklich, oben um die Kisten herum einen Teich machen und dann ein Strahl, der hier runter geht, in die Mitte, aber das Lagerfeuer dann natürlich weg. Also ich würde es lassen, aber dann fällt es da so rein, ne? Das wäre auch schön. Kann man drüber überlegen, nachdenken. Aber hier, jetzt seht ihr auch mit den Laternen, das sieht doch schön aus von innen. Also, mir gefällt es persönlich sehr gut. Find schön. Ja, das ist urig geworden, ne? Jetzt noch gerne irgendwie eine Laterne drauf. Geht aber leider nicht, ist aber egal. Ist schön, es wird schön. Macht doch Spaß. Wir gucken noch, was wir so als Deko noch später finden. Aber das hier ist für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Und dann würde ich sagen, Leute, ich beende diese Folge an dieser Stelle. Es hat mega Spaß gemacht, die für euch aufzunehmen. Wie jedes Mal, es ist mir ein Fest. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da. Würde mich darüber freuen. Kommentar schreiben, finde ich auch sehr schön. Abonnieren, insofern es nicht gemacht hast. Und Glocke drücken, insofern es nicht vergessen hast. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao mit V.